Wir haben einen Fehler gemacht. Das ist ja hier unser Kilometerfresser. Über 80 Kilometer auf Turbo gefahren. Ja, und die wichtigsten Zubehörteile vergessen. Wobei das auch nicht ganz stimmt mit dem Fehler, weil ich habe, bevor wir die 80 Kilometer gefahren sind, direkt eine Beischulz-Sattelstütze eingebaut und mir ein Pier 17 Plus aus dem Hause P&P verbaut. Und welches die richtigen Zubehörteile sind, die wirklich unverzichtbar sind, auf die du beim Kauf nicht verzichten solltest, das siehst du in diesem Video. Moin, hier siehst du das Charger 4 aus dem Hause Riese & Müller in der Ausführung Vario GT. Falls du es noch nicht kennst, wir haben schon einmal den 750 Watt Akku getestet und wir haben auch eine allgemeine Radvorstellung mit diesem Fahrrad gemacht. Ich habe das Charger 4 hier in der Rahmengröße 49. Das passt für mich auch so gerade. Also ich könnte eine Rahmengröße größer fahren, aber mit meinen 1,90 bin ich hier sehr gut die 80 Kilometer gefahren. Ich hätte mir etwas mehr Komfort gewünscht. Also es war eine recht sportliche Sitzhaltung und das habe ich auch in den Handgelenken gemerkt. Und ja, darum verbauen wir hier im allerersten Schritt erstmal die Vorbauerhöhung. Es lohnt sich aber dran zu bleiben, weil ich baue nicht nur die Vorbauerhöhung ein, es werden noch weitere Teile montiert. Ich habe hier mit das beliebteste Zubehörteil vom Charger oder vom Nevo 3 oder vom Charger 4 vielleicht, weil diese Vorbauerhöhung ist ca. 2 cm höher. Das sorgt dafür, dass du etwas bequemer sitzen kannst. Und wir haben auch schon mal ein Video gemacht, wo wir es detailliert beschreiben, wie diese Vorbauerhöhung montiert wird. Ist zwar dann am Nevo 3, aber das Cockpit ist am Charger 3, Nevo 3 und Charger 4 exakt dasselbe. Diese Schraube, die kennst du vielleicht, wenn du schon mal selbst den Vorbau getauscht hast bei deinem Riese & Müller. Ganz wichtig ist, dass die Nut von der Schraube in die Nut vom Vorbau greift, weil sonst wird es bei einer Demontage immer schwierig. Also es ist immer unangenehm, weil es verklemmt sich sonst einfach. Ganz wichtig zu beachten. Ja, muss knacken. Ja, du siehst, ich habe das Fahrrad schon auf Arbeitshöhe hochgefahren und der Vorbau ist montiert. Wenn du auf der Suche bist nach so einem Vorbau, sprich mal deinen Riese & Müller Händler deines Vertrauens an und gerne kannst du auch uns ansprechen. Schreib uns einfach eine E-Mail an die info@zweirad-hogendorn.de. Da ist dann die Steffi, die kümmert sich um alles. Und ja, wir arbeiten auch am Online-Shop, also da sind wir dran. Das wird alles kommen in Zukunft. Und als nächstes, du siehst schon, ich habe es in der Hand, ein Schmutzfänger. Wir sind ja mit dem Rad unterwegs gewesen. Es war strahlender Sonnenschein, absolut bestes Wetter. Da waren die nicht super wichtig. Aber spätestens, wenn ich mal bei Regen mit dem Fahrrad unterwegs wäre und ich fahre durch eine Pfütze und habe danach einen nassen Schuh, dann weiß ich, was ich vergessen habe. Darum mein Tipp an dich, wenn du dir ein Fahrrad kaufst, sprich mit deinem Verkäufer, sag ihm direkt, du möchtest diesen Schmutzfänger haben. Kostet 9,95 €, ist gut investiertes Geld. Schmutzfängermontage, die zweite. Ich montiere jetzt diesen Schmutzfänger erstmal vorne und ich gehe heute mal ein etwas größeres Risiko ein. Ich nehme nämlich nur eine Schraube. Ich habe eine Linsenkopfschraube und das ist sogar eine schwarze. Also wenn du Schmutzfänger bestellst, sag dazu, dass du die Schrauben haben möchtest. Wie gesagt, Steffi kümmert sich drum.
Als allererstes zeichne ich mir an, wo ich das Loch haben möchte für die Befestigungsschraube. Dann nehme ich das untere. So. Du kannst ein Loch bohren mit einer Bohrmaschine. Wichtig ist, dass du zwischen Reifen und Schutzblech dir vielleicht eine kleine Blechplatte legst oder so. Nicht, dass du schlagartig in den Reifen reinbohrst, dann ist direkt die Luft raus. Ich habe hier so eine praktische Lochzange und ja, damit mache ich jetzt das Loch. So, hier kommt die schwarze Schraube. Dann das kleine mitgelieferte Sicherungsblech. Und dann noch eine Unterlegscheibe und eine selbstsichernde Mutter festschrauben. Und fertig. Sitzt gut. So, der Vorbau ist montiert. Schmutzfänger vorne. Einmal ist es der Grund, dass du keine Schuhe, nassen Schuhe bekommst während der Fahrt und du schützt gleichzeitig nochmal deinen Motor. Ich meine, der ist wasserdicht, da passiert nichts, aber du musst dein Fahrrad nicht so intensiv pflegen und dein Akku, der wird hier auch nicht dreckig, weil wenn du ihn zum Laden rausnimmst, hast du den ganzen Dreck immer direkt am Akku. Das ist dann auch nicht schön, das kannst du damit wunderbar verhindern. Hinten der Schmutzfänger, dir selbst wird er nicht ganz so viel bringen. Aber wenn ihr mal zu zweit unterwegs seid oder so, dann spritzt der Dreck zumindest nicht dem Hintermann direkt ins Gesicht oder so. Was ich nochmal mittendrin erwähnen möchte, das ist nämlich die Belohnung für die Leute, die diese Videos komplett sich anschauen. Weil das hier ist mein Testfahrrad. Wir kriegen von Riese und Müller immer Testräder, die müssen wir auch kaufen. Da gibt es nur ein paar Regeln, die wir als Fahrradhändler beachten müssen. Das Rad muss halt im Laden stehen. Und an meinem Rad, am Testrad, sind hier ganz einfache Lenkergriffe verbaut. Wir haben jetzt schon weitere Charger 4 Räder geliefert bekommen. Ich habe mir die mal direkt angeschaut. Dort sind dann Ergon-Griffe verbaut. Und ein weiteres Highlight, was sich auch ganz viele gewünscht haben, das ist der Gepäckträger. Hier ist der gleiche Gepäckträger wie am Charger 3 verbaut. Und an dem neuen Charger 4, was im Laden steht oder was wir bisher geliefert bekommen haben, dort ist eine dritte Strebe montiert. Das ist super genial, weil so kannst du ganz bequem einen Korb montieren und eine Tasche zum Beispiel. Also die Tasche ist etwas tiefer, das heißt, du verringerst nochmal auch den Schwerpunkt vom Fahrrad, was das Fahren auch noch angenehmer macht. Und ich vermute, das hängt einfach damit zusammen, wie gesagt, das ist ein Testfahrrad, das ist eins aus der allerersten Serie, vielleicht war der Gepäckträger noch nicht verfügbar, was auch immer. Wir haben es so geliefert bekommen, wir haben es auch so vorgestellt, aber die anderen, die im Laden stehen, da habe ich gesehen, da ist die dritte Strebe verbaut. Die Trinkflaschen. Ich kann es leider auch nicht beantworten, ob die mittlerweile im Lieferumfang sind oder nicht. Ich sehe das immer im Riese und Müller Forum. Da wird sich immer mal drüber gestritten, sind die Trinkflaschen dabei oder nicht. Meine Meinung ist, ich würde eh eine andere nehmen als die, die dabei sind, egal ob die dabei sind oder nicht. Ist zwar schön zu haben, aber wenn nicht, ist das auch kein Drama, finde ich. Beim Testrad wurden die tatsächlich mitgeliefert, aber wenn du das Video vollständig gesehen hast, weißt du auch, hier ist eh alles etwas anders. Weil ich ja sage, ich würde auf diese Flaschen nicht die oberste Priorität setzen. Habe ich hier so einen schönen kleinen Adapter in meiner Hosentasche und den montiere ich hier jetzt am Fahrrad, weil das ist ein Fitlock-Adapter. Es gibt auch schon ein Video über diese Fitlock-Flaschen. Ich montiere den jetzt und ja, dann siehst du auch gleich, wie das dann mit der Trinkflasche funktioniert. Ups. Ja, hier fällt auch mal was runter. Macht nichts.
Das ist auch wieder der Beweis, es ist alles echt, ungeplant und ungeschönt. Tritt sich fest, ne? Ja. Guck mal, da kann ich hier auch mittendrin einfach mal die Kamera woanders hinstellen. Eigentlich sind diese Fitlock-Adapter für M5-Schrauben gemacht und Riese und Müller hat hier M6-Schrauben verbaut. Das war auch beim Charger 3 schon so. Das ist natürlich alles etwas massiver beim Riese und Müller, das ist auch gut so. So kannst du nämlich, wenn du willst, hier auch mal eine Schlosshalterung montieren oder ja, was auch immer. Und da brauchst du dir aber keine Gedanken machen, wenn du eine Fitlock-Flasche hast. Die Schrauben kannst du da einfach durchdrehen. Der Halter ist auch sehr stabil und mit diesen Senkkopfschrauben, die von Riese und Müller mitgeliefert werden, funktioniert das auch wunderbar. Ja, so wunderbar ist das dann doch nicht. Doch, das funktioniert alles. Man muss nur wissen, wie. Ja, muss man ein bisschen nach unten ziehen und dann, genau. Ja, aus dir wird nochmal ein richtig guter Schrauber, glaube ich. Ja, ich glaube auch. So, die Magnethalterung ist montiert. Ich nehme jetzt wieder meine Lieblingsflaschenhalterung. Du siehst, hier ist eine Dose, hier ist ein Eiskaffee drin. Und ja, ich zeige dir gleich mal, wie das funktioniert. Erstmal wollen wir hier die Flasche ans Rad bringen. Zack. Fest. Und das hält, ne? Da kannst du... Ja, man muss sie drehen. Anders geht die nicht ab. Genau, ist ein Drehverschluss, super praktisch. Und wenn du während der Fahrt dann mal was getrunken hast, brauchst du nur so dran halten, sitzt dran, also kein Gefummel oder irgendwas. Super einfach. Und das Geniale bei dieser Halterung ist, hier ist das Boa-System verbaut. Wenn ich hier jetzt mal dran ziehe, dann lösen sich diese Bänder. Das heißt, du kannst hier auch deinen Lieblingskaffeebecher einspannen. Ich zeige das mal, wie es funktioniert. Ich habe es jetzt mal entspannt. Ich drehe das jetzt fest. Alles wieder fest. Ach, das ist ja cool. Und wieder dran. Das ist doch die gleiche Methode wie bei diesen Rennradschuhen. Gibt es ja auch diese Verschlüsse. Es gibt das bei Rennradschuhen, bei Sicherheitsschuhen. Also das sieht man überall. Das ist wahrscheinlich ein patentiertes System. Ja. Hat sich super durchgesetzt. Und wenn selbst das Boa-System Schnürsenkel ersetzen kann, dann hält das einiges aus. Das stimmt. Was wollte ich sagen? Wir waren gerade Flaschensystem, Fitlock. Ach ja, genau. Ja, das war jetzt die Universalhalterung. Also hier kannst du, wie gesagt, auch deinen Lieblingskaffeebecher einspannen. Es gibt aber auch ganz einfache Kunststofftrinkflaschen von Fitlock, die auf diese Halterung passen. Ja, war es das jetzt? Wir haben jetzt Trinkflaschenhalterung haben wir geändert, Vorbau. Dann haben wir unten die Schmutzfinger dran. Gibt es noch irgendwas? Die Trinkflasche ist ja ganz wichtig. Ne? Man muss das eigentlich mal, kann man glaube ich ruhig erzählen. Ne? Das war ja eigentlich das erste Mal schönes Wetter. Wir haben auch was zum Trinken eingepackt, nur viel zu wenig. Und da habe ich so unterwegs schon immer gedacht, hätte ich mal die Trinkflaschen mitgenommen. Jo. Und darum habe ich es jetzt auch direkt umgebaut. Jo, und klar, mir ist noch eine wichtige Sache eingefallen, auch wenn ich mich gut umdrehen kann oder auch nach hinten gucken kann. Was super praktisch ist, ein super gutes Zubehörteil, das ist ein Spiegel an so einem Fahrrad. Und wie der montiert wird und welchen Spiegel wir dann nehmen, das siehst du jetzt. Ich habe jetzt hier aus dem Hause Busch und Müller den CycleStar E. Busch und Müller ist eigentlich im Fahrradbereich ein ganz bekannter Scheinwerferhersteller, baut wirklich sehr, sehr hochwertige Scheinwerfer. Und ja, was viele nicht wissen, Riese und Müller ist auch mit einer der größten Spiegelhersteller und baut Spiegel unter anderem für sämtliche Motorräder. Also ich weiß definitiv, bei BMW und KTM sind meistens Busch und Müller Spiegel verbaut. Und wenn man mal so alte Mopeds sieht oder so, da sind auch diese Bumm-Spiegel. Und Bumm steht für Busch und Müller. Also Busch und Müller baut die Spiegel, weil du gerade gesagt hast, Riese und Müller ist einer der größten Spiegelhersteller. Habe ich, oder hast du, nee, hab ich nein, Riese nein, und Müller ist nicht gesagt? Schlimm. Ist nicht schlimm. Busch und Müller ist einer der größten, ist auch egal. Busch und Müller, ja, Riese und Müller, Busch und Müller, so viel Müller. Aber da kommt man schon mal durcheinander. Nein, Busch und Müller ist neben dem, dass sie Fahrradscheinwerfer herstellen, auch mit einer der größten Spiegelhersteller. Alles klar. Falls du jetzt Angst bekommen hast, dass ich hier so einen Spiegel dran baue, der hier in der Mitte vom Lenker montiert wird, das ist nicht so. Das ist ein
Lenkerendenspiegel und wie der Name schon sagt, wird dieser Lenker oder dieser Spiegel im Lenkerende montiert. Dazu entferne ich einmal den Lenkerstopfen, dann kann ich schon den Spiegel hier ganz einfach reinstecken. Und wo doch ganz einfach, eine Schraube. Ja, das würde ich glaube ich sogar hinkriegen. Das war schon was heißen. Ja, aber das ist jetzt auch wieder so der absolute Beweis. Es ist immer echt, was wir hier machen. Es ist ungeplant, ohne vorher auszuprobieren oder irgendwas, wird hier einfach losgeschraubt. Und ja, so kannst du dir das vielleicht auch vorstellen, wenn du in die Werkstatt kommst mit deinem Fahrrad und sagst, ja, nur mal eben einen Spiegel montieren und wunderst dich, wieso ist das Rad jetzt 20 Minuten weg? Ja, vielleicht hat dann doch irgendwas nicht auf Anhieb funktioniert. Bei mir hat jetzt die Mutter vom Gegenstück, vom Konus, was den Spiegel letztlich hält, die hat nicht gegriffen. Jetzt funktioniert's. Es lag an mir, ich habe vorher nicht geguckt. Das kann alles mal passieren. So, ich setze mich jetzt mal einmal aufs Fahrrad. Genau, Spiegel einstellen geht am besten, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, in deiner gewünschten Sitzposition. So. Und ja, ich habe den Spiegel jetzt richtig eingestellt, schraube den jetzt final fest. Und dann zeige ich dir noch eine weitere Funktion, warum ich diesen Spiegel ausgewählt habe. Ja, Nils, wieso hast du jetzt den Spiegel ausgesucht? Genau, warum habe ich genau diesen Spiegel hier ausgewählt? Weil dieser Spiegel hat ein Gelenk. Und ja, was für einen Vorteil hat dieses Gelenk? Einmal ist es so, wenn du wirklich mal irgendwo gegenfährst, klappt der Spiegel direkt weg. Das ist schon mal super praktisch. Das heißt, er kann nicht abbrechen. Der kann so gesehen. Oh, gut. So gesehen kann er nicht abbrechen. Und gleichzeitig kann ich den Spiegel aber auch nach vorne wegklappen. Das heißt, wenn du dein Fahrrad jetzt auf dem Heckträger transportieren möchtest, kannst du die Lenkerhaube darüber ziehen. Das haben wir schon mal ausprobiert und ja, somit funktioniert es tatsächlich. Lenkerschutz und Spiegel während des Fahrradtransports, alles möglich. Ja, Spiegel, Trinkflasche, Schmutzfänger, Beischulz-Sattelstütze, Pier 17. Übrigens, es gibt ein Video, wo wir auch mal eine Sattelstütze austauschen und was du dabei unbedingt beachten solltest. Und ja, ich bin gespannt, was wir als nächstes mit dem Charger 4 machen, welche Tour wir fahren. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben. Und wenn du auf der Suche bist nach einem neuen Fahrrad oder E-Bike, dann buche gerne unter www.hogendorn.de einen Termin zur Fahrradberatung. Dort gibt es eine Terminseite. Dann bekommst du die Fahrradberatung inklusive dem 3D 360 Grad Body Scanning, sodass du wirklich maximalen Fahrspaß genießen kannst. Und falls du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere den Kanal. Das ist für uns auch immer ein Feedback. Auch wenn du hier einen Daumen nach oben da lässt, so wissen wir genau, hat dir dieses Video gefallen? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ist es genau das, was du sehen möchtest? Und wenn du einen Videowunsch hast, und sagst, das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen, aber ich würde gerne mal das und das am Fahrrad sehen. Oder fahrt mal mit dem Charger 4 nach Sandkrug, fahrt durch den Wald, schreibt das in die Kommentare, dann werden wir das garantiert in einem der nächsten Videos auch mal machen. Bis dann!